Freya und Gerd. Seit Odin mit seinen Brüdern den Urriesen Ymir getötet und das Geschlecht der Reifriesen in dessen Blut ertränkt hatte, herrschte eine schwere Feindschaft zwischen den Asen und den Riesen, und wo immer die beiden Geschlechter einander begegneten, war es zu einem bösen Ende gekommen. Der Vertrag mit den Riesen, der den Burgwall für die Asen erbaut hatte, war von Anfang an nicht ehrlich gemeint gewesen und hatte schließlich zu schwerer Schuld geführt, und die Verbindung Lokis mit der Riesin Angerboda hatte eine Nachkommenschaft von schlimmster Art hervorgebracht. Dennoch aber führte die Liebe noch einmal Angehörige aus den beiden feindlichen Lagern zusammen. Das begann damit, dass Freya einmal den Hochsitz in Lidskjalf einnahm, von wo er alles sehen konnte, was in der ganzen Welt geschah. Seine Blicke schweiften auch hinüber nach Riesenheim, und da erblickte er ein wunderschönes Mädchen, das eben vom Wohnhaus ihres Vaters hinüberging zum Frauengemach. Dieses Mädchen war Gerd, Gymirs Tochter. Ihr Anblick fesselt ihn so, dass ihn ein schwerer Liebeskummer befiel. Sein Vater Njörd erkannte die düstere Stimmung Freyas, doch fragte er ihn vergeblich nach dem Grund seines Kummers. Da rief Njörd Skinir, den vertrauten Diener seines Sohnes, zu sich und trug ihm auf, er möge Freya nach dem Grund seiner Schwermut befragen. Skinir meinte zwar, Freya werde ihm eine unwirsche Antwort geben, erfüllte den Auftrag aber doch und trat mit der Frage vor seinen Herren, warum er plötzlich alle Gesellschaft meide und stets nur die Einsamkeit suche. Er berief sich darauf, dass ihm Freya früher stets sein Vertrauen geschenkt habe, und dieser gab nun sein Geheimnis preis. Im Hof der Riesen Gymir habe ich eine Jungfrau von solcher Schönheit gesehen, dass mich die Sehnsucht nach ihr verzehrt. Ich weiß aber genau, dass mir ihre Liebe immer versagt bleiben muss. So groß ist die Feindschaft zwischen uns und den Riesen, dass mir niemals eine Verbindung mit ihr erlaubt wird. Skinir meinte jedoch, es werde ihm sicher gelingen, Gerd für Freya zu gewinnen, wenn dieser ihn als Freiwerber zu ihr senden wolle. Allerdings bedürfe es besonderer Mittel, wenn er die Gefahr dieser Werbungsfahrt bestehen solle. Gib mir das Ross, zu durchschreiten die düstre, verwunschene Wabalohe, die Klinge auch. Die kämpft von selbst, wider der Riesen rein. So groß war Freyas Sehnsucht nach Gerd, dass er sich ohne Zögern bereit erklärte, Skinirs Ross und Schwert zu überlassen. Sogleich sattelte Skinir das Tier und begann seinen Ritt, mochte es auch finstere Nacht sein. Als er ins Riesenreich und zu Gymirs Gehöft kam, trat er auf einen Hirten, der als Wächter auf einem Hügel saß. Er sah, dass an dem Tor des Zaunes, der rings um das Gehöft ging, bissige Hunde angebunden waren, und redete den Wächter an. »Sag an, Hirte, der du hier auf dem Hügel sitzt und alle Wege behütest, wie ich wohl vor den grimmigen Hunden da zu Gerd gelangen und Botschaft bringen kann?« Der Hirte antwortete höhnisch, »Totgeweiht bist du, wenn du es wagst, Zutritt zu Gerd zu suchen. Niemals wird es dir gelingen, ihr deine Botschaft auszurichten.« Skinir sah, dass es unmöglich war, an den Hunden vorbei durch das Tor in Gymirs Behausung einzudringen. Rings um den Zaun des Hofes aber drohten die Flammen der Wabalohe. Da spornte er rasch und entschlossen sein Ross, und zugleich setzte er dieses mit mächtigen Sprung über die Wabalohe hinweg. Mit so gewaltigem Sprung war das Ross über die Hindernisse hinweggesetzt, dass der Boden dröhnte und das Getöse bis in Gerds Gemach drang. Sie fragte ihre Dienerin, was das für ein Lärm sei. Diese berichtete, eben sei draußen ein Mann von seinem Ross gestiegen. Erstaunt ließ Gerd den Fremden durch ihre Dienerin zu sich laden, und als Skinir vor sie trat, fragte sie, »Bist du einer der Alben oder der Asensöhne? Oder der weisen Wahnen? Warum rittest du allein durch rasende Feuer, unseren Saal zu sehen?« Skinir antwortete, »Bin keiner der Alben noch der Asensöhne, noch der Weisen warnen. Dennoch ritt ich allein durch rasende Feuer euren Saal zu sehen.« Er bot Gerd 11 goldene Äpfel, damit sie ihm, den Fremden, Frieden gewähre und Freya, in dessen Auftrag er gekommen war, ihre Gunst schenke. Gerd jedoch wies die Gabe ebenso zurück wie die Werbung. »Die 11 Äpfel werde ich annehmen nie, einem Werber zu Wunsch. Bei Njörds Sohn werde ich nimmer hausen, solange mein Leben währt.« Vergeblich bot Skinir ihr auch den Ring Draupnir an, der sich jede neunte Nacht um 8 ebenso schwere Ringe vermehrt.
Stolz rief Gerd dagegen, dass es in Gymirs Hof nicht an Schätzen mangle, über die sie nach ihrem Gutdünken verfügen könne. Als Gynir sah, dass seine Versprechungen nicht fruchteten, nahm er seine Zuflucht zu Drohungen und drohte sogar, Gerd das Leben zu nehmen, wenn sie auf ihrer Abweisung beharre. Dadurch jedoch steigerte er noch ihren Unmut. Sie antwortete, niemals werde sie dem Zwerg gehorchen, ihr Vater Gymir aber werde sie zu schützen wissen und Gynir zum Kampf stellen. Dieser erkannte, dass weder Versprechungen noch Drohungen Gerds Sinn zu beugen vermochten. Da griff er zum letzten Mittel, zu zauberischen Verwunschungen. Auf einsamen Felsen solle sie in Zukunft ihr Leben verbringen, von Unholden gequält. Voll Entsetzen hörte Gerd diese Verfluchung. Wehe, wenn sie je wirklich wahr werden sollte. Lieber wollte sie dem Weber ihr Jawort geben, dass sie das Schicksal ertragen hätte, das Gynir ihr androhte. So trug sie ihm auf, Freya ihre Einwilligung zu überbringen. In 9 Nächten solle die Hochzeit vor sich gehen. Froh trat Gynir nun den Heimweg an und obgleich Freyas Sehnsucht die Frist von 9 Tagen, die Gerd verlangt hatte, viel zu lange erschien, war er doch überglücklich, als Gynir ihm berichtete, wie alles abgelaufen war. Als Bodenlohn überließ er Gynir Ross und Schwert, mit deren Hilfe dieser Gerd für Freya gewonnen hatte. In Wahrheit freilich war wenig Anlass zur Freude. Wieder war es zu einer Verbindung mit einer Frau vom Geschlecht der Riesen gekommen und nicht aus eigenem freien Willen hatte Gerd die Werbung angenommen, sondern aus Furcht vor Skinirs Drohung. Die Hingabe von Ross und Schwert an Skinir aber sollte Freya noch bitter bereuen.